fish I go in. Wir schließen jetzt den Kreis, den wir das Wochenende, das Wochenende, ja, Gott sei Dank kommt das noch. Die zwei Tage, die wir jetzt hier sehr intensiv miteinander verbracht haben. Sehr wunderschön. Und ich glaube, es hat sich einfach, es haben sich viele Erkenntnisse gesammelt, es sind viele Dinge in den Köpfen entstanden, vieles wird sicherlich noch nachwirken. Aber wir wollen das jetzt hier in dieser Runde mit Ulle Schaufs, Bundestagsabgeordneten und Dag Schölper aus dem Bundesforum Männer, machen mit uns den Anfang für Fragen rund um die Bündnisse der Gegenwart und Zukunft und der Perspektiven. Und für die, die heute Morgen das vielleicht nicht gehört haben, wir hatten es schon mal angesagt, leider ist die Josefine Abraco, die ja eigentlich jetzt einen Vortrag halten sollte zu emanzipatorischer, diskriminierungsfreier Bildungsarbeit, Grenzen auch von Rassismus, kritischer Bildungsarbeit erkrankt. Und von daher werden wir auch heute um 17 Uhr machen. Aber jetzt in diesem Fishbowl geht es trotzdem um das Thema genau Haltung zeigen, Bündnisse schließen, Antifeminismus begegnen. Was ist ein Fishbowl? Einige oder die meisten von Ihnen, hoffe ich doch, kennen das. Wir werden hier in dem Innenkreis miteinander sprechen, miteinander diskutieren. Alle, die Lust haben, und ich werde gleich dazu nochmal auffordern, können dann gerne hier in den Kreis hineinkommen. Hier haben wir noch fünf weitere freie Stühle, sodass die Diskussion hier läuft. Und ihr, Sie seid alle aufgefordert, euch einzubringen. Wir werden auch nochmal ein bisschen darauf eingehen, was habt ihr auch am Ende mitgenommen, was waren für euch wichtige Punkte, wenn es darum geht, Antifeminismus zu bekämpfen, Haltung zu zeigen. Und was nehmt ihr mit? Könnt ihr vielleicht jetzt schon mal euch Gedanken dazu machen. Ja, ich möchte gerne anfangen mit Dag und Ulle. Wir haben euch gebeten, auch, und das wäre so die Einstiegsfrage für uns auch nochmal, wenn ihr das für euch persönlich vielleicht nochmal überlegt, was heißt das eigentlich für euch, Haltung zu zeigen und Antifeminismus solidarisch zu begegnen? Was heißt das für dich persönlich, Ulle, oder für dich, Dag? Wir fangen mal mit Dag. Okay, dann. Ich finde die Frage total herausfordernd, vor allem nach dem, was hier in den letzten zwei Tagen passiert ist. Solidarität ist eine Haltung, die muss ich erstmal einnehmen und darin eine Offenheit haben, die hier beispielhaft geübt wurde. Also ich fand den Begriff von Resilienz, den dritten Raum zu schaffen, zu organisieren und dort drin in die Begegnung zu gehen, die Kontroversen auszuhalten und das nach möglichst fairen Bedingungen zu machen, sich anzuerkennen in der Vielfalt, in der Buntheit und auch zuzulassen, dass ich nicht alles weiß, nicht alles verstanden habe und garantiert nicht den Stein der Weisen gepachtet habe. Trotzdem aber authentisch reinzugehen und zu sagen, so habe ich bis jetzt die Welt gesehen oder sehe sie auch noch und sich da drin und zusammen die Auseinandersetzung zu begeben. Ich finde es ganz wichtig, dass wir diese Begegnungsorte schaffen und dass wir uns da gegenseitig drin sehen und auch dann, wenn es eben mal rumpelig wird oder wir in den Dissens geraten, genau diesen dritten Ort zu schaffen oder dazu den zu öffnen, um dann mal die Tür zu schließen und zu sagen, habe ich das richtig verstanden, dass ihr da auf diesem Weg seid. Ich finde das sehr, sehr wertvoll und ich habe daher auch gestern den Thementisch-Workshop als sehr produktiv erlebt, wo auch durchaus an mich oder an uns als Bundesforum Männer die kritischen Fragen anbrandeten, weil ich die total wertvoll finde, um überhaupt sowas wie ein solidarisches Miteinanderreden zu ermöglichen. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Zweifel ausräumen konnte, aber ich finde es erstmal total wichtig, dass sie auf den Tisch kommen und dass man dann sich in die Augen schaut und ringt darum. Und mein Kollege sagt, ich bekam rote Ohren. Ja, mir wurde auch sehr heiß, weil es echt anstrengend war, Väterrechtspositionen sozusagen mitzuverhandeln und mir auch selber darüber klar zu werden, dass wir als Organisation mit dem Titel Interessenverband für junge Männer und Väter nicht alle jungen Männer und Väter per se meinen, sondern wir uns durchaus auch mit in einer Position der Marginalisierung befinden, wo wir eher streiten wollen, dass wir eine Caring Masculinity stärken, dass wir queere Männlichkeiten, Transmännlichkeiten
stärken. Und die sind ja auch in einer total abgehängten Position vielfach. Und das ist unser innerer Antrieb, überhaupt zu arbeiten und andersrum den Mainstream mitzubewegen. Ich fand da ja ein bisschen die Ausführungen von Klaus Thebeleit auch ein bisschen ernüchternd. Und man dachte, okay, vielleicht auch bei vielen Hoffnung alles verloren. Wir geben die Hoffnung nicht auf und werden trotzdem reden und auch in der Gewissheit, dass man hier und da einfach nicht weiterkommt. Aber Solidarität, ich sage es nochmal, ist für mich erstmal eine Haltung, muss ich einnehmen, muss ich eine Bereitschaft für haben und dann darin auch die Kontroversen auszuhalten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und nicht immer schon Recht haben wollen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Erlebnis. Und als letztes nehme ich noch einen Punkt auf, den ich eben aus dem Workshop mitgenommen habe. Danke dann nochmal in deine Richtung. Einen täglichen positiven Tweet. Also, dass man sich so, gestern Abend war ja diese tolle Poetry Slammerin, die sagt, die mit diesem tollen Beitrag, du bist schön, Dörte, genau das gemacht hat. Also zu sagen, du hast Größe 42, das ist nicht gerade der Normstandard der Schönheit, aber du bist schön. Und dass man das laut macht und dass man sagt, du bist eine wichtige Organisation, du bist eine wichtige Person, du machst einen wichtigen Beitrag in einem umstrittenen Diskurs, dass man sich darin gegenseitig stärkt und sich das vornimmt als täglichen Tweet, nicht immer nur Scheiße, Mist, Mist, Böse, Böse zu machen, ist auch wichtig. Und klar Haltung zu beziehen, sondern eben auch genau andersrum, wertschätzend sich gegenseitig stark zu machen. Und das habe ich auf jeden Fall gelernt hier und heute und lade ein, dass wir da wechselseitig auch in Kontakt bleiben. Und ich freue mich dann auch auf die kritischen Rückfragen, wie aber vielleicht auch mein Tweet, hey, coole Aktion von euch. Und wir würden es gerne andersrum aufmachen. Ja, vielen Dank. Genau, Solidarität, das hat man, glaube ich, gestern ja auch gehört, dass was zwischen Ungleichen vor allen Dingen passieren sollte, dass das wichtig ist, in den Blick zu nehmen, also zwischen den Gleichen. Ja, das jetzt sowieso, aber genau zu gucken, wer jetzt nicht im Raum, hatten wir auch schon gestern, die dritten Räume, aber auch Räume zulassen, andere Räume zulassen, das sind alles so Splitter, die mir dann dabei auch durch den Kopf gehen. Mir bleibt gerade was hängen. Wir wollen ja keine Normierung schaffen und ich glaube, am besten lässt man bei dem Beispiel die Kleidergröße ganz weg. Weil sonst hat man ja nochmal wieder eine neue Norm geschaffen. So, also nur nochmal so als Idee. Das habe ich gestern schon gesagt. Nee, danke. Ja, Ole Schauf, ich sage noch nicht alle im Raum wissen, wer du bist, weil du in dem Workshop vorhin warst, aber wir hatten ja vier parallele Workshops. Ole Schauf ist frauenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag und ist auch Abgeordnete hier aus NRW Krefelden. Genau. Und als solche auch hier und viel erfahren in Bündnisarbeit und auch deswegen haben wir gedacht, genau die Richtige, die auch vielleicht da uns nochmal ein paar Impulse geben kann, aber auch eben auch an dich die Frage, was heißt das für dich? Also mein Lieblingsspruch, alle, die mich ein bisschen besser kennen oder so, wissen das schon, mein Lieblingsspruch, den ich auch für mich leitend auch jeden Tag, glaube ich, mindestens einmal denke, ist Frauenbild banden. Das ist so ein Spruch, den ich wirklich oft sage und das ist auch gut zu twittern, das ist wenig Text. Aber was ich damit meine, ist natürlich, ich bin aus feministischen Zusammenhängen politisiert und ich habe halt erlebt selber, wie positiv und wichtig Solidarität und Bandenbilden eben ist und insbesondere für Frauen. Ich kenne es aus den feministischen Zusammenhängen mit den allerbesten Erfahrungen. Und ich glaube aber, dass wir tatsächlich an der Stelle sind, nochmal darüber nachzudenken. Ich glaube, dass Solidarität nicht nur im feministischen Kontext, sondern jetzt auch angesichts der rechtsradikalen Bewegungen nochmal sehr genau gucken müssen, was heißt Solidarität genau, zu was wird Solidarität auch genutzt und wer profitiert davon und wer hat auch vielleicht Nachteile. Und ich glaube, wir sind gefragt, wir haben, glaube ich, sehr, sehr lange immer klare Feindbilder und Freundinnenbilder gehabt. Und da gerät viel durcheinander. Also wirklich zu sagen, wollen wir alle jungen Männer oder alle jungen Frauen per se unterstützen, wollen wir intersektional denkend natürlich, sage ich hier nochmal sehr deutlich, also intersektional auch angesichts der Kollegin, die jetzt nicht auf dem Panel sitzt, wollen wir quasi wirklich auch quer alle mitdenken und meinen wir auch, was wir sagen, also das ist auch eine Frage von Sprache oft. Ich glaube, dass die Frage von Solidarität eben nicht nur eine ist, sag jetzt mal, vielleicht eher sowas, wir sind hier beim GBI, wir sind hier bei der Böll-Stiftung, wir sind eher im linken Spektrum unterwegs,
Aber ist die Frage von Solidarität, ich habe wir in dem Workshop eben auch, eine wichtige, zumindest partiell, mit demokratischen Parteien? Und wie gestalten wir diese aus? Die sieht anders aus, ja. Ich möchte nicht zu Herrn Söder sagen, mit Herrn Söder bilde ich Banden, das ist nicht mein Gefühl. Aber demokratisch möchte ich mit ihm auf einer Linie stehen. Und das würde ich auch sagen, das ist ein Teil von Solidarität, zu sagen, alle, die gegen Rechte sich stellen, brauchen sowas wie Solidarität. Wenn gegen Claudia Roth geschossen wird, dann braucht Claudia Roth nicht nur die Solidarität von den Grünen, dann braucht sie die Solidarität von allen Demokratinnen und Demokraten und auch von Herrn Schäuble. Ohne die geht's nicht. Und ich glaube, dass wir, wie du es gerade gesagt hast auch, ich glaube, dass wir die Frage nochmal versuchen müssen zu klären, wie können wir Solidarität auch partiell herstellen, aber wie können wir darüber trotzdem nicht beliebig werden, sondern antifeministische Bewegungen und Solidarität gegen diese antifeministischen Bewegungen heißt eben gegen die Rechtsnationalen, gegen die AfD, aber auch gegen die evangelikale Bewegung, gegen die Frauen ihre Rechte per se absprechen, gegen Regierungen wie Bolsonaro und Trump, gegen Orbans und andere, die per se andere Gruppen ausschließen, insbesondere Frauen, und zwar auch Frauen in allen Kategorien schlechter stellen. Und da, sage ich jetzt mal, würde ich auch mit Herrn Söder und Herrn Schäuble mal versuchen einzufordern, dass es da eine Solidarität gibt. Ich sage euch, die gibt es da nicht. Deswegen glaube ich, ist da auch die Frage, wer steht wann, auf welcher Seite, und das zu differenzieren. Es wird eine hohe Herausforderung sein, aber ich finde, es gibt auch ein klares, eine andere Kategorie, an der ich jetzt nicht alles nur irgendwie über den Kopf steuern muss. Ich finde, Solidarität ist auch eine Frage von Gefühl, ist auch eine zivilgesellschaftliche Aufgabe. Solidarität hat was mit zivil Courage auch zu tun. Wenn wir Beispiele hören, wie Menschen angegriffen werden, im Netz auch sehen, wie es einen Shitstorm gibt, und dann sind wir bei dem einmal am Tag einen positiven Tweet abzusetzen, aber ich finde auch zu sagen, hierauf reagiere ich mal, obwohl ich die Person überhaupt nicht kenne. Vielleicht einfach den Kontext mal kurz checke und sage, ich solidarisiere mich mit einer Person im Netz, bevor der Shitstorm irgendwie von der anderen Seite mit 100 Negativ-Tweets darüber geht. Und das sind, glaube ich, ja, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, ganz kurz der Satz noch, ich glaube, Solidarität hat viel mit Sprache zu tun. Und ich glaube, dass wir, ich schließe mich damit ein, an unserer Sprache und an unserer schnellen Bereitschaft, uns zu empören, oft auch welche mit anschießen, die eigentlich in der Solidargemeinschaft gegen Rechte, gegen die Antifeministen mit uns stehen. Und dass wir da sorgfältiger sein müssen, das glaube ich, vielleicht mal so weit. Ja, vielen Dank. Ich habe so ein bisschen gehört, auch es geht auch immer um die Grenzen. Wo sind die Grenzen von Solidarität, die ja für manche hier auch unterschiedlich sind, gerade zu sagen, durchaus demokratisch, solidarisch mit Herrn, war das Söder? Ja, gab es ein Grauen, was ich einige das nicht anders sehen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle gleich schon mal einladen. Ihr könnt gerne alle und seid aufgefordert, euch auch hier in den Fischbowl mit reinzugeben, um auch eure Perspektive, Sicht der Dinge mit einzubringen auf das Thema, was wir hier verhandeln. Also bitte gerne reinkommen. Und die Frage, genau, wo sind Grenzen eigentlich dann auch A von Solidarität, wo ist die Grenze dann vielleicht auch von Bündnissen, wo würdest du die sehen in deinem politischen Feld jetzt? Gibt es die? Also, es gibt, finde ich, wir haben jetzt sehr, sehr viel zum Beispiel in den letzten Monaten um die reproduktiven Rechte gerungen, und 219a ist immer noch da, ihr wisst das, in der reformierten Form unsäglich. Und da sage ich ganz klar, da habe ich politisch, sage ich jetzt mal, komme ich an Grenzen, insbesondere mit der Union, und zwar auch mit der gesamten Union. Da gibt es sehr, eigentlich gar keine wirklichen Stimmen, die in irgendeiner Weise unterstützend waren und die sich eher wirklich sehr klar radikaler noch auf die Seite von evangelikalen Argumenten gestellt haben. Und das konnte man richtig sehen. Die haben sich richtig organisiert. Die haben sich auch in ihrer Angriffsstrategie
gegen unsere Forderungen haben die ihre Reihen total geschlossen. Und es geht sogar so weit, dass ich an der Stelle sagen würde, das finde ich schon auch sehr krass, wie die eine Debatte in einer Art und Weise geführt haben, die ich für mich schon sehr genau diesen Begriff sehr, sehr lange abends am Schreibtisch überlegt, sage ich ihn oder sage ich ihn nicht in der Rede. Aber ich finde, die Union macht, was die reproduktiven Rechte angeht, eine gefährliche Politik. Und da finde ich eine ganz klare Abgrenzung zu absolut notwendig. Aber jetzt, wenn es um Mehrheiten geht, auch im Bundestag, und sind ja auch durchaus die Frauen in der Union hier und da doch wieder drum Bündnispartner, oder? Ja, ne? Also klar, die gibt es natürlich auch. Es gibt eine interfraktionelle Verständigung zwischen den Frauen im Deutschen Bundestag, außerhalb der AfD natürlich. Und da gibt es durchaus auch von den Unionsfrauen, zum Beispiel zum Thema Parität im Bundestag oder auch beim Sexualstrafrecht, da gab es eben auch Verständigungen untereinander. Da gibt es, und auch bei 219a haben wir auch zusammengesessen, bis wir dann auseinandergeflogen sind. Also da gibt es schon auch einzelne Figuren oder auch Frauen, die versuchen, was zu erreichen, aber die versuchen auch über die interfraktionellen Runden sich nach innen in ihre eigenen Reihen Unterstützung mit reinzunehmen, also indem sie quasi Druck aufbauen und das zumindest versuchen. Also beim Parité ist es zum Beispiel so, dass die Union jetzt auf diesem Parteitag, die Frauenunion, versucht, einen Antrag durchzubekommen für eine interne Quote. Da haben die uns jetzt schon auch, da haben die schon auch versucht zu nutzen, was sie interfraktionell von uns an positiven Statements dazu gekriegt haben. Das hält aber nur so lange, bis die irgendwie ein Ergebnis kriegen. Also da endet auch Solidarität schnell. Also dann ist dann auf einmal wieder ein Fraktionszwang bei denen irgendwie, dann geht die Klappe runter, das ist bei der SPD auch nicht anders. Und dann endet auch so eine Solidarität, dann endet auch oft der Dialog. Aber ich bin trotzdem der Meinung, das finde ich auch nach wie vor richtig und wichtig und da höre ich auch nicht auf. Ich glaube, dass wir aber viel interfraktionell zwischen den Frauen im Dialog weiter reden sollten. Es sind wirklich, aus diesen Gesprächen erfolgt manchmal doch etwas, wo ich nicht mit gerechnet habe in den letzten 6 Jahren im Bundestag. Und da muss ich ganz echt sagen, wir sollten es weiter versuchen. Also das ist auch immer ein Stück weit auf die andere Seite weiter zugehen und genau zu differenzieren, kann ich mit der Person weiterreden oder, ne, das ist schon anstrengend, das muss man sehr genau versuchen zu checken, mit wem habe ich es hier zu tun, kann ich da in gewisser Weise vertrauensvoll mitreden oder nicht. Aber ich finde, es bleibt eine Herausforderung, die ich aber für notwendig und wichtig halte. Ja, vielen Dank. Bis dahin. Ich habe natürlich an dich nochmal die Frage und vorher nochmal so in die Runde hier. Gerne seid ihr aufgefordert, hier reinzukommen und euch einzubringen und auch nochmal eure Position mit stark zu machen. Wo siehst du Bündnisse? Du hast vorhin gesagt, du hast dich gestern irgendwie so ein bisschen auf dem heißen Stuhl gefühlt. Da gibt es ja auch so durchaus Abgrenzungsbedürfnisse gegenüber dem Bundesforum Männer. Oder auch, wo sind da Grenzen? Wo hast du das Gefühl, begegnest du Grenzen, wenn es darum geht, ich sag mal, eine profeministische Geschlechterpolitik zu machen, zu unterstützen? Also ich fand jetzt gerade dein Beispiel mit 219a sehr gut, um es bildlich zu machen. Also die katholischen Linien, die wir auch im Verband haben, machen uns dann da eben auch einen konsensualen Beschluss, um zu sagen, klare Kante, wir wollen das nicht. Unmöglich oder sehr schwer. Was auch der Leidensdruck beim Frauenrat zum Beispiel auch ist. Also die hadern da ja auch mit ihren katholischen Mitgliedsorganisationen immer wieder an solchen Punkten. Was es wirklich sehr, sehr schwer macht. Und da verstehe ich sozusagen aus einer aktivistischen Perspektive heraus zu sagen, was ist das für ein gemäßigter bis reaktionärer Kack an so einem Punkt. Und da finde ich es dann aber auch total berechtigt, die kritischen Anfragen zu kriegen. Und ja, ich bitte dann ein gewisses Verständnis um ein diplomatisches Winden an der Stelle. Das ist dann ein bisschen dem Charakter einer Dachorganisation geschuldet, die so ein bisschen diesen Charakter einer Volkspartei hat, auch genau mit dieser Spannung, die ja eben implizit auch aus der Schilderung, was mit interfraktionellen Frauenpolitikerinnen machbar ist oder nicht. So.
Was ich aber an der Stelle auch sagen wollte, als Gegenüber sind Parlamentarierinnen für uns als gleichstellungsorientierter Dachverband, die sich um die Perspektive von Jungs, Männern und Vätern kümmern, total wichtig, weil sie sind die Türöffnerinnen, die kommen sozusagen aus einer eigenen bewegten politischen Geschichte heraus mit einem Angebot, sich solidarisch zu verhalten und den Schulterschluss zu machen, um mit einer gemeinsamen Agenda im weitesten Sinne nach vorne zu kommen. Das ist für uns total wichtig, weil wir haben schon die Erfahrung, dass es jetzt nicht eben easy ist, dass jeder MdB-Männchen Geschlecht uns die Tür aufmacht, sondern da ist ganz oft eher so diese Haltung, dass, als wenn die Zeugen Jehovas vor der Tür stehen. Ja, so, was wollen die jetzt, wo wollen die mit uns drüber reden? Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Und da brauchen wir also auch die Unterstützung von Parlamentarierinnen, die sagen, nee, Kollege, das ist total wichtig, reden wir mit denen so. Also das ist noch, da stehen wir noch ganz am Anfang, auch über diese Kurve Bewegung in die Sache reinzubringen. Und das führt mich zu der Frage der Bündnisse. Du hast nach den Grenzen der Bündnisse auch eben gefragt. Ich glaube, die liegt auch in der Quantität. Also ich merke das für unsere Arbeit, also wir sind 5 Hauptamtliche, alle in Teilzeit. Und wir sind im Bündnis Kindergrundsicherung, wir machen mit beim Equal Pay Day, wir sind im Beirat zu Pflege und Vereinbarkeit. Jetzt bildet sich noch ein Bündnis zum Schließen des Care Gaps. Und es gibt natürlich noch ganz viele andere, antirassistische und so weiter und so weiter. Und ich merke, dass man auf jeden Fall irgendwann fachlich an die Grenzen kommt. Dann kann man immer noch symbolpolitisch da sein und sagen, Winke-Winke finden wir auch gut. Und darin sehe ich aber auch eine Gefahr. Also wenn man ganz vielen Bündnissen sich anschließt, so wichtig sie erstmal thematisch oder in der Themenklammer sind, dass man sich dann verliert in so einem allgemeinen Bündnisschmieden, was ja immer Ressourcen auch bindet. Und da sehe ich auch ein Stück weit eine Tendenz des politischen Systems, diese Bündnisse als Sprachrohr anzutriggern und zu sagen, wir bräuchten da jetzt aber mal so ein Bündnis. Womit ich manchmal den Verdacht hege, dass das auch eine Befriedungsstrategie ist, um eben die einzelnen scharfen Stimmen so ein bisschen, naja, da ist also die Spielwiese, macht mal, und dann kann man die auch noch kontrollieren, dann kann man ein bisschen mit Geld wedeln und wenn jetzt das und jenes macht, dann so. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Es ist was anderes als dieses Bandenbilden, was so Bottom-up-Bewegung ist, wir haben noch gleiche Interessen, dann schließt man sich zusammen, gemeinsam sind wir stark. Also deswegen würde ich das ein bisschen unterscheiden zwischen formalisierten Bündnissen, so wichtig ich sie finde, organisationell, auch für die Vernetzung und die politische Arbeit, da aber auch zu gucken, dass man sich nicht überfrachtet und das macht manchmal auch diskussionswürdige Entscheidungen, warum das und das andere nicht. Genau, an dem Punkt ist es natürlich nicht mehr, mit wem will ich Bündnisse, mit wem nicht. Das, da fällt mir dann auch wieder ein, was wir gestern hatten, der ist nicht im Raum, ne? Also mit wem, wen habe ich überhaupt im Blick, um Bündnisse zu bilden und sich da auch nochmal wieder klar zu machen. Wir schließen natürlich in der Art und Weise, wie wir strategisch Bündnisse bilden, manchmal wichtige AkteurInnen aus oder sehen sie nicht und schaffen dann keine dritten oder andere Räume und Möglichkeiten. Franziska Schutzbach hat sich hineingesetzt als Wissenschaftlerin. Ja, ich wurde gekauft von dir. Ja, ich wusste ja, dass die Hürde immer groß ist. Deswegen habe ich es vorher gefragt, ob Sie sich nicht einsetzen wollen, mache ich gleich mal transparent. Franziska ist ja als Wissenschaftlerin und Aktivistin auch unterwegs und ihr habt ja vielleicht auch gerade in einem Workshop, wo es ja um Gegenstrategien ging, auch bei Medien, vielleicht auch schon das Thema gehabt, Bündnisse und was das heißt. Aber vielleicht hast du auch einen anderen Impuls gehabt jetzt gerade dazu, dich in die Runde setzen. Ja, also vielleicht indirekt geht es schon auch um Bündnisse, aber ich wollte eigentlich gerne nochmal das, was wir bei uns im Workshop nochmal besprochen hatten, was ich irgendwie immer wichtig finde, darüber nachzudenken und was auch immer wieder an der ganzen Tagung Thema war, ist eben so diese zeitdiagnostische Ebene, wenn wir es eigentlich bei diesem Antifeminismus oder auch überhaupt bei rechten Kräften mit einem gesamtgesellschaftlichen Backlash zu tun oder ist es eben so, dass es nicht auch gleichzeitig sehr viele Liberalisierungsmomente gibt, sehr viel mehr Stimmen, die jetzt im Vergleich zu noch vor 10 Jahren für ihre Belange einstehen und auch sichtbar geworden sind. Also ja, wir haben es auch mit emanzipatorischen Phänomenen zu tun und dass sozusagen diese Erstarken von rechten Ideologien oder Kräften oder auch Antifeminismus letztlich auch eine Reaktion auf emanzipatorische Fortschritte sein könnte, in dem Sinne auch als Erfolg verbucht werden
kann. Also ja, ich finde es ganz wichtig, so wirklich diese Gleichzeitigkeit im Blick zu haben, dass wir eben ja sowohl rückschrittlich als auch progressive Bewegungen oder Phänomenen konfrontiert sind. Und aus dieser Diagnose heraus auch, fand ich wichtig, worüber wir auch nochmal gesprochen haben im Medienworkshop, ist diese je nachdem zu starke Fixierung auf sogenannte Gegner, also dieses fast zwanghafte sich Kreisen um Gegner, also für mich ist immer dieses Bild wie die Motten ums Licht, also und durch diese zwanghafte Bewegung um den Gegner man sich der eigenen Handlungsfähigkeit auch beraubt, weil man quasi ja wie so paralysiert ist von dem Schlimmen, was da jetzt passiert. Und ich verweise da auch immer ganz gerne auf Sebastian Hafner, der ja dieses wunderbare Buch geschrieben hat über die psychologischen, also er hat darüber geschrieben in den 30er Jahren, wie quasi sich die Leute zu diesen Erstarken der Nationalsozialisten psychologisch unterschiedlich verhalten haben. Das kann man natürlich nicht jetzt eins zu eins übertragen auf die heutige Zeit, ist ja klar. Aber ich finde es trotzdem interessant, er berichtet dann quasi von denen, die sich ins Private zurückziehen, er berichtet von denen, die so quasi nur noch Weltuntergangsstimmung in sich tragen, nur noch pessimistisch sind und dann dadurch sich eben auch genau diese Kraft der Widerständigkeit berauben. Und was ich ganz spannend finde, dass er eben sagt, dass so ein Pessimismus oder dauernde Weltorientierung am Potenziellen, jetzt ist gleich alles vorbei oder Weltuntergang, dieser Pessimismus eben, den beschreibt er auch eine Art der Kollaboration mit dem Bösen, ja, also dass sozusagen man sich selbst eigentlich mit dem Bösen, also ich formuliere das ein bisschen polemisch, mit dem Bösen gemein macht, indem man eben ja die eigene Handlungsfähigkeit dadurch beschneidet. Und deswegen fand ich es eben ganz wichtig dann auch, dass wir dann zu dem Ergebnis gekommen sind in dem Medienworkshop, das, was wirklich ein solidarisches Handeln auch sein sollte, ist quasi immer wieder, also ist eigentlich klar, erstens uns klar zu machen, wir sind handlungsfähig, auch wenn es viele Probleme gibt und Gegenwehr und Abwehr, aber wir sind hier immer noch in Deutschland und nicht in Russland, wo vielleicht zivilgesellschaftliche Organisierung wirklich schwierig geworden ist. Also wir können hier tatsächlich noch extrem viel tun, haben wahnsinnig viele Freiheiten und Handlungsmöglichkeiten, das ist das eine. Und das andere ist eben genau das, was eigentlich diesen reaktionären Kräften am meisten ärgert, ist ja die Multiplikation der Pluralität und das Sichtbarmachen von den Stimmen, die ja schon da sind, die wahnsinnig viel progressive Arbeit leisten. Und deswegen kamen wir dann eben zu dem Ergebnis, ja, wir müssten eigentlich uns vornehmen, jeden Tag mindestens 3, 4, 10 Mal darauf aufmerksam zu machen, was für tolle Projekte wieder in dieser Ecke des Landes gerade passieren und wirklich so das auch als solidarisches Handeln verstehen, sichtbar machen von Frauenprojekten, von queer, lesbisch, LGBTIQ-Bewegungen, von People of Color, die also sozusagen wirklich eine Multiplikation dieses Guten, also was jetzt auch nicht nur per se gut ist, natürlich ist auch alles konfliktuös und nicht, es gibt nicht einfach Gut und Böse, aber jetzt mal im weiteren Sinne, dass wir uns verantwortlich fühlen für die Multiplikation dessen, was es ja auch schon gibt. Also es gibt viele progressive Kräfte und eben jetzt im Unterschied zu dieser Abarbeitung, am dauernden Abarbeitung am Gegner. Und zuletzt fällt mir dazu auch das schöne Gramsci, Bonmot oder Sprichwort oder Zitat ein, was vielleicht dann so beides ermöglicht, also sowohl den Pessimismus oder die Negativität, die ja auch wichtig ist, ich will nicht sagen, dass die gar nichts wert ist, als auch eben handlungsstark zu bleiben. Er sagt ja, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es korrekt zitiere, aber er sagt ja so quasi pessimistisch im Geist und optimistisch im Handeln. Ich habe es falsch gesagt wahrscheinlich. Pessimistisch im Willen und pessimistisch im Geist. Optimismus des Willens bei Pessimismus des Verstandes. Pessimismus des Verstandes und Optimismus des Willens oder Handelns, genau. Ja, so ungefähr so. Das finde ich auch ein schönes Motto. Ich habe es ein bisschen Schutzbach. Ja, nee. Ja, vielen Dank. Genau. Also das Plädoyer dafür, mehr auf die positiven Seiten zu gucken von dem, was
Feminismus, Feminismen alles bewegen und was es Tolles auch gibt und nicht immer nur darauf, was angegriffen wird und was negativ läuft. Ja, wie dachte der Tweet. Nochmal die Frage und die Bitte, auch, ja, da kommt schon jemand, oder auch aus den anderen Workshops vielleicht, was, wenn ihr so auch da Erkenntnisse habt, das wäre super, wenn ihr die jetzt einbringen würdet. Ja, also da war ich jetzt eben gerade durch einen Beitrag angeregt, was von unserem Workshop zu erzählen. Da ging es ja um Hate Speech oder insgesamt Angriffe im Netz. Und letztendlich also haben gerade auch die beiden Projekte, die ihre Arbeit und die Angriffe und ihre Strategien dagegen vorgestellt haben, an vielen Stellen auch gesagt, okay, sie steigen dann auch irgendwann aus und machen die Kommentarmöglichkeiten zu. Und also wo letztendlich so dieses Beschäftigen, also sich dran abarbeiten und darauf reagieren müssen und so viel Zeit und Kraft kostet, dass dann auch so ein Rückzug da ist. Und gleichzeitig war das dann aber auch in der Runde klar, okay, was doch aber auch ganz wichtig ist, und da schließt das total an, dass wir auch im Netz viel mehr darauf, also auch so agieren könnten, dass wir uns auch mehr verlinken, liken, ach, keine Ahnung, ich habe da persönlich gar nicht so viel Ahnung, was man da alles machen kann. Also das fand ich aber ganz wichtig, also da auch nochmal viel mehr auch zu gucken, wo sind auch nochmal solidarische und positive Wege im Netz zu agieren und sich nicht so kaputt machen zu lassen, auch von diesen Angriffen und diesem Reagieren müssen, auch wenn das ja natürlich an vielen Stellen auch nicht so eindeutig ist. Ne? Also manchmal sind, also es gibt natürlich diese ganz eindeutigen Angriffe, aber es gibt eben auch dieses viele auf Einprasseln von Möglichkeiten, die ganz viel, also oder von Positionen, die ganz viel auch eröffnen und gleichzeitig aber auch einen vor sich hertreiben. Und also wir hatten auch dieses, wie gewalttätig ist eigentlich das Medium an sich schon, weil man ja plötzlich irgendwie 5 Stunden davor sitzt und denkt, mein Gott, wo bleibt meine Zeit? Also diese ganze Ambivalenz da drin, aber dass wir, wenn wir schon uns da drin bewegen, vielleicht auch mehr gucken sollten, wie können wir uns also unterstützen und miteinander kommunizieren. Ja, danke, genau. Das löst bei mir gerade aus, wir haben bei uns in dem Workshop, wo es auch um Kampagnen ging, auch unter anderem das Thema Self-Care an der Stelle, den ich auch nochmal ein bisschen ja, zumindest thematisiert. Das ist ja gerade bei mich in Twitter und so weiter, die ganzen Angriffe geht, zu gucken, wie, oder auch, das war das Beispiel Frankfurt, die Steichbelästigung und in dem Zusammenhang Angriffe auf die KollegInnen dort, ja, wie gehe ich damit um, dass ich selber auch, dass das nicht mehr so nah an mich rankommt, also da für sich selbst zu sorgen, an der Stelle auch im Team sich Unterstützung zu holen und dass das an der Stelle auch hilft und wichtig ist und dafür auch Bündnisse mit anderen viel beitragen, die einfach nur signalisieren, wir sind mit euch, wir helfen euch und wir sind da. Selbst wenn vielleicht die Positionen manchmal vertreten auseinandergehen, aber trotzdem zu sagen, wir sind solidarisch mit euch, weil an dem Punkt ist es wichtig, da auch zusammengehen zu können. Ja. Das ist ein super Stichwort. Ich wollte was einbringen, was jetzt gerade nur die war hier heute entstanden ist, aber auch ein bisschen im Anschluss an dich. Diese Frage mit, wie pessimistisch darf man sein, wie optimistisch muss man sein, beschäftigt mich auch schon lange, aber wir haben jetzt ja auch einige Leute hier in der Runde, die in Halle waren bei der Abschlusskonferenz vom Marburger Projekt Reverse, die in Marburg waren, während Halle passierte. Und das war eine echt skurrile Situation. Ich habe das mitgenommen, ich arbeite an der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit einer Mitarbeiterin versammelt bei uns und mit anderen Kolleginnen zusammen. Und wir haben uns, also Geschäftsführer hat uns sozusagen Sprechplatz geboten, zu viert in ihrer Kollegin sind, die zu den Themen unterschiedlicherweise arbeiten, Rechtsextremismus und so weiter. Und wir stoßen damit einen Prozess an, dass wir gesagt haben, ja, also was muss eigentlich in der Belegschaft auch passieren, hier arbeiten, also und in vielen anderen Organisationen, Parlamenten und so weiter sicherlich auch. Die Schreibkräfte sind, die Sacharbeit machen und nicht die inhaltliche Arbeit, die politische im engeren Sinne oder im weiteren und die aber auch politisierte Kolleginnen sind, also jedenfalls in dem Fall, wie wir vermutlich alle irgendwie unterschiedlich arbeiten. Und da wird jetzt Arbeitszeit bereitgestellt, dass die Belegschaft sich quer zu inhaltlichen Zuständigkeiten oder Beauftragungen oder Referentenaufgaben mal verständigen kann, weil ja irgendwie klar ist, dass man auch
in die Breite denken muss. Also wir in Berlin sitzen da sozusagen relativ sicher in großen Häusern und in einer Stadt, die anders gebaut ist, aber eben in Halle selbst oder an anderen Orten, wo die Gefahr von rechts auf sehr viel weniger Personal trifft und auf andere Koalitionen oder auch nicht, stellt sich die Lage anders dar. Und das wurde auch artikuliert von Kolleginnen. Also wie stellt man eigentlich ein Gespräch jenseits von Sachzuständigkeiten her und überlegt dann kollektiv, was es braucht, um sozusagen genau auch mehr voneinander zu wissen und sich zu stützen, quer zu Aufgabenaufteilung in Organisation. Ich kann gerne bei Gelegenheit mal berichten, was aus dem Prozess geworden ist. Ja, ich wollte auch gerne an dieser Frage, ich nenne das jetzt einen Anschluss an dich, Reichweite von Solidarität. Ne? Und dass wir da, danke schön, vielleicht auch kontextueller denken müssen. Ne? Um welches Ziel geht es jetzt? Was teilen wir da? Und also eine Reichweite ist, wovon höre ich überhaupt? Nicht nur, wer im Raum sitzt, sondern also heute dieser Workshop, der war ganz toll, weil die Gleichstellungsbeauftragte von Dortmund erzählt hat, wie sie drei Veranstaltungen zu Antifeminismus und ja, Gleichheit in der Gemeinde gemacht haben und was da so an Prozessen ablief. Ne? Und ich hatte das erste Mal davon gehört. Und dann dachte ich mir, das wäre eigentlich wirklich unheimlich wichtig, sowohl also bei den Angriffen als auch in Bezug auf so ein Experiment, wenn man davon wüsste und das dann auch unterstützen könnte. Und wir sind dann so ein bisschen gelandet, es wäre wunderbar, wenn es ein Portal dazu gäbe. Weil alle ziemlich überlastet sind, ist natürlich die große Frage, wer macht so ein Portal. Ne? Aber es ist vielleicht eine interessante Sache auch für Stiftungen oder so, ich weiß es ja nicht. Also ich denke, darüber müsste man sich Gedanken machen. Wie holt man diese verschiedenen Leute, die sich hier getroffen haben, und noch mehr in einen Kommunikationsraum, damit sie sowas mitteilen können. Und das Zweite ist auf der Ebene Wissen. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, vielleicht müssen wir selber, je nach Reichweite auch sagen, also wenn wir jetzt so konstruktivistisch und queer unterwegs sind, da gibt es so eine Unterstützung im Wissen und Austausch. Wie ist es, wenn wir Leute treffen, die von Mann und Frau reden? Völlig simpel. Aber sagen, meine Tochter ist lesbisch und das ist großartig. Also inwiefern, wie schätzen wir unsere politischen Gesprächspartner oder Gesprächspartner im Alltag ein. Ne? Haben wir dadurch auch selber so eine Normativität im Kopf, wo wir erstmal sagen, queer ist toll, ne? Und die anderen, die haben es noch nicht kapiert. Also da denke ich, ist vielleicht auch die Frage der Reichweite. In welchem Kontext will ich mit wem solidarisch sein? Ne? Müssen die vorher meine Wissensordnung und meine neuen Gender-Theorien übernehmen oder sind da auch Praktiken möglich, wo wir sagen, da finden wir uns einfach. Gut, also von daher ein Fragezeichen. Genau, Fragezeichen auch bei den Grenzen, den persönlichen jeweils, aber dann auch strukturell. Das kommen wir dazu. Ich gucke nochmal. Ja. Einmal nochmal zu der Kollegin, die vorne gerade jetzt was gesagt hat, auch genau. Genau, Sister, was gesagt hat gerade. So, ja, was braucht man? Also ich sage jetzt mal sowas wie eine, ich sage mal so ein Wort, was ich immer sehr mag, weil es, glaube ich, auch hier passt, so eine demokratische Resilienz oder eine Resilienz in der Abwehr von solchen radikalen Kräften. Also ich glaube, unser Alltag, unser Leben, unser normales Leben wird vielleicht nicht bei jedem Menschen gerade in Unordnung gebracht, aber alle merken ja, irgendwie kommen wir gerade in eine unkomfortable Situation. Manche mehr, manche weniger. Die Gleichstellungsbeauftragte von Dortmund, Marisa, hat es sehr plastisch geschildert, die aus der Rosa-Luxemburg-Stiftung oder anderen Stiftungen, also direkt Betroffene, Menschen, die in Stiftungen sonst wo oder in Verbänden arbeiten, was weiß ich, in Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen oder auch in der Politik. Ich glaube, dass es aber trotzdem wichtig ist, immer darauf zu gucken, mit der Resilienz auch, wo sind auch die positiven Beispiele. Und die sind nicht unbedingt immer direkt erkennbar im Sinne von, hat hier irgendjemand sehr, sehr erfolgreich gegen die Rechten agiert. Das Beispiel, ich habe es eben schon in den Runden gesagt, das Beispiel, das ist, glaube ich, bei allen ein totales Gefühl von, ja, endlich.
hervorgerufen hat, war die Abwahl von Brandner, dem Rechtsausschussvorsitzenden. Ich habe das eben kurz erläutert, aber das hat, glaube ich, allen super gut getan, zu merken, der Typ kriegt jetzt mal Grenzen gesetzt. Und das, glaube ich, das sind immer solche Gefühle, die für alle so einen Effekt haben, zu merken, wenn man bestimmte Regeln und Grenzen sehr solidarisch auch übrigens auch über verschiedene Ecken miteinander hinbekommt, dann kriegt man auch ein Erfolgserlebnis vielleicht hin. Aber man muss auch auf andere Dinge gucken. Ich sage jetzt mal, die Fridays for Future Bewegung ist eine Bewegung, zumindest ist meine Wahrnehmung und auch die Zahlen, die ich dazu gesehen habe, das sind 2/3 junge Frauen. Ich sage jetzt mal, das ist natürlich, die sind mit einem Klimathema unterwegs. Aber ich bin sehr sicher, das ist eine Gruppe von Frauen, die bei dem Kampf in der beim Klimaschutz die Frage, wie wollen wir in dieser Welt leben, deren Klima wir gerade versuchen, mit allen Mitteln zu schützen. Und da sind die sehr, sehr, die politisieren sich komplett, die sind schon sehr politisiert. Und ich habe da ein extrem gutes Gefühl, auch Anschlussfähigkeit an viele andere Fragen, die uns in der feministischen Frage oder in den feministischen Auseinandersetzungen auch mit dieser ganzen Gruppe zusammenbringt. Und da, glaube ich, immer so einen Ausblick drauf zu tun, wo sind Bündnispartnerinnen, wo sind auch Bewegungen, die sich gerade entwickeln und eine Politisierung insgesamt bei vielen jungen Menschen und aus meiner Sicht insbesondere bei vielen jungen Frauen. Und da bin ich einfach, an so einer Stelle sage ich mir auch abends manchmal so als letzten Gedanken, so beim Einschlafen, na komm, es wird schon eine nächste Generation kommen oder die ist schon da. Die ist schon da und da kommen noch welche hinterher. Wir lassen uns auch anstecken. Dieses ansteckend zu sein, fühle ich irgendwie, also solche Bilder sich einfach wieder vor Augen zu führen und zu sagen, wir kämpfen alle, egal was wir auch für eine politische Couleur vielleicht haben, aber wir kämpfen alle sehr gemeinsam und der Versuch solidarisch auch gemeinsam für was Gutes einzustehen, nämlich für sowas wie die grundsätzliche Humanität und Menschlichkeit miteinander in der Demokratie, diese Verbindung einfach so positiv immer wieder hochzuholen und zu sagen, wer steht uns, mit wem oder wer steht da alles zusammen. Ich glaube, das muss man einfach sich viel öfter trauen zu denken oder sich einfach viel öfter holen. Danke, das ist schon fast so was wie ein Schlusswort. Aber das haben wir jetzt an der Stelle noch nicht, sondern genau, wir haben noch ein bisschen. Ich würde gerne, wenn du mich jetzt noch was. Wir müssen mal laufend abstimmen. Nochmal in so eine letzte Runde gehen, da seid ihr tatsächlich alle nochmal gefordert und dann müsst ihr vielleicht auch nicht unbedingt hier nicht in den Innenkreis kommen, mir reicht noch das Mikrofon um. Das ist natürlich schon nochmal interessiert, so was, und ich habe es vorhin schon gesagt, was war euch jetzt wichtig an dieser Netzwerktagung, was nehmt ihr mit eigentlich an Impulsen, sei es nun in Richtung Bündnisse, Netzwerke oder sei es auch an anderen Erkenntnissen. Für uns ist ja wichtig, wir haben es ja am Anfang gestern gesagt, wir haben diese Tagung konzipiert, weil uns wichtig war, dass die vielen tollen Gruppen, die unterwegs sind, die gegen antifeministische Angriffe unterwegs sind, die für eine solidarische und auch offene Gesellschaft, pluralistische Gesellschaft sich einsetzen, dass die oftmals eben nebeneinander herarbeiten und wir viel zu wenig voneinander wissen. Und uns war wichtig, schon mal einen Raum zu schaffen, wo wir auch gegenseitig auch mehr voneinander mitbekommen. Wir hoffen, dass das so ein Stück weit gelungen ist. Zumindest der eine oder andere habe ich schon mitbekommen. Aber uns würde natürlich auch interessieren, wie ihr das so erlebt habt, was ihr mitnehmt, vielleicht auch Kritik noch, die ist immer bekommen. Wir wollen auch besser werden. Insofern, Dag wollte was sagen und dann gucke ich mal rum, wer hier so Lust hat, auch nochmal zu teilen. Auf jeden Fall, wir brauchen ja noch weitere Aufgaben. Ich gehe nochmal auf gestern zurück. Ich fand den Beitrag von Neil total hilfreich, was die internationale Perspektive angeht. Und ich glaube, wir müssen auch da, die Frage ist nach Solidarität und Bündnissen, die internationale Perspektive auch echt immer wieder mit rein. Ich war dieses Jahr das erste Mal bei der Weltfrauenrechtskommission in New York, wo im UN-Gebäude gefühlte 100.000 Frauen super krass aktivistisch und gleichzeitig, was passiert auf dieser High-Level, das massive Rückdrehen Reproduktionsrechte, die ganze Infragestellung von Frauen, Zugängen zu sanitärer Versorgung, Zugängen zum medizinischen Grundversorgungssystem und so weiter, wo ich so dachte,
das kann jetzt nicht wirklich wahr sein, dass sich hier tatsächlich eine neue Achse des Bösen bildet zwischen den USA, Putin, Arabischen Emiraten und ich weiß nicht, also wirklich eine Phalanx von scheinbar völlig unvereinbarbaren Ländern, die auch sozusagen Solidarität im negativen Sinne erzeugen und sehr, sehr, sehr mächtig und machtvoll auftreten. Und das Rad der Zeit dort echt versucht, massiv zurückzudrehen. Es ist einigermaßen gelungen, den Status quo zu sichern auf der Verhandlungsebene. Und ich finde es total wichtig, dass wir als organisierte, gleichgeschlechtliche Männer da auch ein Stück mit reingehen, um Solidarität zu zeigen. Wir müssen das breiter machen, denn der Kampf auf dieser Stelle ist wirklich enorm wichtig. Und dann muss man auch in Europa im Blick behalten, da diese Gleichzeitigkeiten. Und umso mehr finde ich dieses positive Verstärken, ich will es nochmal sagen, weil ich es so wichtig fand. Also ich ertappe mich ja selbst dabei, auch mal in so einem konstruktiv gemeinten Krickelmodus zu verfallen. Also man ist sich eigentlich total nah und dann wedelt man so aneinander rum, anstatt sozusagen das positive Gemeinsame zu verstärken. Und das auf der internationalen Ebene ist es, glaube ich, auch total wichtig. Da kann man so oft mit der Stirn runzeln, Ilse hat das eben gesagt, so mit dieser klaren, binären Perspektive, mit der die da oft unterwegs sind. Aber die machen so wichtige Grundlagenarbeit, da hinzugehen und zu sagen, ey Leute, ihr habt den Schuss nicht gehört, könnt ihr mal eine queere Perspektive aufnehmen? Das geht nicht. Also da geht es wirklich so basal um minimale Menschenrechtsforderungen. Da braucht man unbedingt eine Perspektive. Und ich glaube, da müssen wir als Bundesforum, aber ich glaube viele andere auch noch gucken, wie kriegen wir da einen Schritt in diese Richtung, wo können wir uns auf so einer globalen Ebene auch mit vernetzen und engagieren. Und das trickelt dann auch runter bis zur Kommune letztlich, weil da werden Entscheidungen gefällt, die durchgehen durch alle Instanzen. Und das muss man echt sehr, sehr scharf haben. Ja. Wollte ich nur noch mal loswerden. Danke. Jetzt bin ich freiwillig gekommen. also was ich gerne auf diese Frage eben in Bezug auf solche Veranstaltungen, also ich fand es auch wahnsinnig wichtig, die Vernetzung und sich zu sehen und auszutauschen und so weiter. Was ich aber auch nochmal wichtig fand, das war im Prinzip so die erste Stunde mit Ilse Lenz und Peggy Piesch, ne, wo es darum geht, auch gegen, wie können wir solidarische Kritik untereinander formulieren, also quasi diese Differenzen nicht einebnen im Angesicht eines Feindes. Das passiert ja dann auch schnell, dass man quasi dazu tendiert, ja, weil jetzt die Gegnerschaft so groß ist oder diese Abwehrreflexe gegen emanzipatorische Politiken, dass dann man dazu tendiert, wir dürfen einander jetzt gar nicht mehr kritisieren, weil das auch die Gefahr läuft, instrumentalisiert zu werden, was ja auch eine reale Gefahr ist, mit der wir wirklich aktiv umgehen müssen. Also Kritik von Feministinnen untereinander und aneinander lässt sich tatsächlich leicht eben von rechts oder allen möglichen Akteuren instrumentalisieren. Und ich glaube, da hätte ich mir jetzt noch gewünscht, aber ich glaube, da war einfach auch die Zeit irgendwie dann zu knapp, aber vielleicht für eine nächste Veranstaltung daran nochmal irgendwie intensiver zu arbeiten an dieser Frage, unter welchen Bedingungen können wir Räume schaffen, wo wir Differenzen untereinander produktiv, kritisch, solidarisch austragen können und welche, ja, was braucht man dafür auch für Regeln, also jetzt nicht im Sinne von für immer gesetzte Regeln, aber doch irgendwie, irgendwie solidarische Regeln. Und das würde mich interessieren. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich fühle mich so ein bisschen, ich will nicht sagen fremd hier, aber als Außenstehende mit diesem Thema Gender und Klima und dem Antifeminismus, dem wir in diesem Bereich begegnen, fand ich jetzt das, was Dag dachte, nochmal sehr anknüpfungswürdig, weil das ist das, was ich auch ein Stück weit mitnehme, dass wir das vielleicht als internationales Netzwerk dann auch noch irgendwie in einer Sonderposition, dass diese Antifeminismus-Debatte auch in unsere internationalen Kontakte stärker reinzubringen. Weil was du jetzt gesagt hast von der CSW, ist ja nicht nur da und es ist nicht nur bei Beijing um 25, sondern es ist, wir merken es im Klimaschutz, dass alles, was erreicht wurde, so langsam wieder zurückgenommen wird. Da so der Gender Action Plan in dem kleinen Fund wird gerade aufgeweicht. Wir merken es bei der Biodiversität. Also es ist
es ist in diesen ganzen Themen und in den ganzen internationalen Verhandlungen drin. Und das irgendwie auch so ein Stück weit mitzunehmen in unsere Diskussion, ohne es zu überfrachten. Also was du gesagt hast, gerade mit Fridays for Future und den jungen Frauen, da ja, kann ich nur sagen, nur ich möchte einfach nicht, dass sie sich jetzt auch noch in dieses feministische Wespennest setzen müssen. Also ich möchte, dass sie das mit vertreten, aber sie sind so schon so angegriffen von rechts. Das ist wirklich heftig. Also von daher, man muss auch immer ein bisschen aufpassen, dass man es da nicht überfrachtet. Aber auf der internationalen Ebene, finde ich, können wir auch viel voneinander lernen, weil die, ohne das jetzt Antifeminismus zu nennen, der schon viel darüber diskutieren und wir auch schon viel an Aktionen gemacht haben gegen die Ermordung von Umweltfeministinnen, Ökofeministinnen oder Umweltaktivistinnen und so weiter. Also von daher, das ist das für mich das Wichtigste, ich will es weitertragen. So. Ich möchte die Plattform-Idee von Ilse nochmal bewerben. Das haben wir nämlich gestern auch schon diskutiert in einem Workshop, dass es toll wäre, sowas zu haben, so eine Informations- und Austauschplattform. Man muss sich nur schlau überlegen, wie man es macht, weil es sollte ja gerne dann was Passwortgeschütztes sein, ne? So dass nicht die Gegnerinnen dann da sofort auch alle drauf gucken können. Und ich wollte noch erzählen von einer Idee. Ich war im Februar in Rostock und habe da vorgetragen, auch gleichstellungspolitisch aktive Leute waren dann, die haben gesagt, ja, diese Netzwerkgrafiken, die sind ja total beeindruckend. Habt ihr nicht sowas auch für die pro-feministischen Aktivistinnen? Ne, so dass wir auch sehen können, wo unsere potenziellen Bündnispartnerinnen wären. Ich glaube, ich hab noch so einen Gedanken zu dieser Frage von Pessimismus und Optimismus. Und nicht, weil ich nicht sagen will, man sollte nicht optimistisch sein, aber ich habe das Gefühl, der Pessimismus hat sich noch nicht weit genug verbreitet, ehrlich gesagt. Und das auch, und das ist jetzt vielleicht so eine Reflexion von den letzten zwei Tagen, dass wir ja auch hier sind als so Organisation in irgendeiner Weise, weil wir gemerkt haben, das Thema ist für uns total randständig in unserer praktischen Arbeit, im weitesten Sinne in den meisten Teams, die sich bei uns in der Beratungsarbeit bewegen. Und das für mich immer total, also dass zum Beispiel Rassismuskritik bei uns einen ganz großen Stellenwert hat. Und dass ich das alles gar nicht gegeneinander ausspielen muss, sondern dass es eine Perspektiverweiterung auf ganz vielen Ebenen braucht, ist mir, glaube ich, total klar geworden die letzten zwei Tage. Und dass ich aber auch das Gefühl habe, genau, dass all diejenigen, die hier sitzen, eine gute Portion Optimismus für ihre Arbeit brauchen können, aber dass der Pessimismus darüber, in was für einer gesellschaftlichen Lage wir uns aktuell befinden, leider noch nicht um sich greift genügend. Weil ich das Gefühl habe, dass, also auch wenn Fridays for Future mich mäßig positiv stimmt in vielen Situationen, habe ich das Gefühl, es muss noch sehr viel mehr passieren, damit, ich will es gar nicht Backlash nennen, sondern dass die Veränderung, die gesellschaftlich da anvisiert wird, gesellschaftlich breit geteilt ist und dass wir uns da einer sehr großen Herausforderung gegenüber sehen, die leider nicht nur von wenigen unterstützt wird und dass ich da genau den Pessimismus gerne manchmal noch ein bisschen weiter in die Breite tragen würde, ohne dass der Optimismus dann davon geht. Ja, ich würde gerne nochmal an das anknüpfen, was Franziska Schutzbach zum Schluss gesagt hat. Ich fand auch, dass dieses Gespräch, dieser Austausch oder diese Kontroverse zwischen Peggy Giesche und Ilse Lenz was ist, was ich auf jeden Fall mitnehme als sehr positives oder auch sehr bedenkenswertes, als eine Erfahrung. Nämlich gerade auch immer die Frage, Peggy Giesche hat davon gesprochen, wann müssen wir Räume abgeben oder Räume teilen, um sozusagen irgendwie mehr zu haben und letztendlich berührt diese Frage, wie schreiten wir eigentlich demokratisch über kontroverse Themen. Das ist, finde ich, für mich auch eine sehr zentrale Frage beim Kampf gegen Antifeminismus, weil mir ist auch in unserem Workshop nochmal klar geworden, also es wird immer genau da angedockt, wo Themen eben auch kontrovers sind und wo es vielleicht gar nicht so evident ist, was ist denn jetzt die korrekte feministische Position dazu, mit der ich sozusagen, die ich als Lösung präsentieren kann, sondern es ist irgendwie vertrackt und kompliziert. Deswegen glaube ich, kommt es total darauf an, da eine
demokratische Streitkultur irgendwie zu etablieren, die eben sozusagen Perspektiven wechseln und Konflikte irgendwie sichtbar macht und dann sozusagen Lösungen vorschlagen kann, die sozusagen auch verschiedene Standpunkte, politische, aber vielleicht auch irgendwie verschiedene soziale Positionierungen, die die eben sichtbar macht. Ich glaube, das wäre hilfreich, wenn wir das schaffen würden. So. Ich glaube aber auch, dass das etwas ist, was wir üben müssen, ja, und immer wieder von neuem. Und ich glaube, diese also es müsste in die Räume gehen, wo man es eben üben kann, wo auch okay ist, wenn man sich dann, was, wenn Fehler gemacht werden. Also Fehlertoleranz finde ich auch so einen wichtigen Begriff. Also sozusagen auch, ja, es okay ist, wenn man dann doch irgendwie was Doofes sagt oder den falschen Begriff wählt. Oder es ist sozusagen, ja, wirklich Fehlertoleranz und das immer wieder üben müssen. Weil ich glaube, wir haben jetzt auch durch die Internetkultur in den letzten 10 Jahren derart einverleibt dieses Draufhauen und Recht haben und wer ist, hat Recht und wer hat Unrecht. Und ich glaube, da müssen uns quasi wieder die Umerziehung da kommen. Und ich würde mich selber da auch echt gar nicht rausnehmen, sondern ja. Jetzt kriege ich doch, ne? Ein Satz nur, weil ich das in dem Kontext, glaube ich, nochmal sagen möchte. Also ich bin auch der Meinung, wir bräuchten mehr Übungsräume, die so gestaltet sind, dass klar ist, die Regeln sind, ich sag mal fast, dass aus Fehlern lernen die Prämisse sein muss. Also das Fehler machen uns eigentlich weiterbringt. Wir sind da wirklich. Also Angepasstheit bringt uns nirgendwo hin. Und zwar in allen Bereichen nicht. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig. Und jetzt habe ich den anderen Punkt vergessen, den ich noch sagen wollte. Fällt mir gleich noch ein. Das ist gut. Dann sprechen wir darüber auf dem Heimweg. Tatsächlich ist mir jetzt gerade nochmal das Herz hochgeklopft, obwohl ich jetzt schon 2 Tage immer wieder das Mikro genommen habe. Aber ich glaube, ich fühle ein bisschen Abschiedsschmerz. vielen Dank für die Beiträge, die ihr jetzt nochmal hier reingegeben habt. Vielen Dank für die vielen verbrannten Gehirnzellen, für die Geduld mit Fehlern, für das Nehmen, Mitnehmen positiver Dinge, für das konstruktive Kritisieren. Ich hoffe, wir sehen uns in den ein oder anderen Zusammenhängen nochmal wieder. Die Christiane sammelt die Evaluationsbögen ein und verhindert dem Feti noch Teilnahmebescheinigungen. Da hinten in der Ecke ist die Feti. Wer noch eine Teilnahmebescheinigung haben möchte, kann die bei der Feti noch abholen. Und dann... Ulle, wollt ihr das noch mal sagen? Ist es dir jetzt eingefallen? Ja, mir ist es eingefallen. Ist noch eine Anregung für alle Wissenschaftlerinnen, für die Stiftungen und, glaube ich, für alle, die in rechten Kontexten Abwehrarbeit machen. Was wir wirklich feststellen können, ist nicht nur im Bundestag, sondern eben auch in den sozialen Netzwerken. Das müssen wir, glaube ich, mal sehr genau untersuchen. Es ist wirklich eine sehr männliche Sprache, Verhaltensweise, Debattenkultur geworden. Ich glaube, dass wir das lange analysieren können. Aber ich glaube, hierzu nochmal Handlungsempfehlungen, wie geht mit einer männlichen Debattenkultur anders um? Das, glaube ich, ist in feministischen Kontexten, glaube ich, wirklich auch Übung wert. Danke. Vielen Dank an euch alle hier, dass ihr euch noch so lange geduldet habt, beteiligt habt, in den letzten 2 Tagen hier wart. Danke an Linda. Danke an dich. Danke an euch.